Willkommen zurück, Freunde. Beim letzten Mal sind wir ja stehen geblieben, indem wir in dieses System hier gereist sind. Nun werden wir es mal ein wenig erkunden und schauen, was wir hier finden können. Vielleicht wieder mal ein verlassenes Raumschiff oder irgendwas in der Art. Oha. Okay, hier gibt es nichts Besonderes. Wir werden eines Tages zurückkehren müssen. Momentan funktioniert das noch nicht. Schade. Gut, dann düsen wir mal hier weiter. Ja, der Savannenplanet ist tot. Das Ding hier wird wahrscheinlich auch tot sein. Nein, ist es nicht. Ja, wir erkunden das Ding. Okay. Erstmal komplett ausbeuten. Ein Geistschwert erhalten. Haben wir hier auch irgendwo Schadenswerte? Auf jeden Fall parieren und so weiter ist erhöht. Aledari-Waffenfertigkeit. Das ist in unserem Bild auf jeden Fall auch, glaube ich, vorgesehen. Aber ich meine, wir haben es aktuell noch nicht erforscht. Und was haben wir jetzt hier? Oh, da können wir einen Extraktor platzieren. Davon haben wir aber keine mehr. Schade. Das heißt, wir sind in dem System auch schon wieder durch. Es gibt zwar viele Planeten, aber nicht wirklich viele Quests. Da haben wir auf jeden Fall Aufgaben. Schauen wir mal in dieses System hier. Ja, die haben hier schon wieder irgendwelche Problemchen. Wenn wir dieses System durchhaben, werden wir auf jeden Fall in eins gelangen, wo wir weitere Aufgaben haben. Ah, Raumkämpfe, nice. Na, oh, der sieht schön aus. Könnte bewohnt sein. Xenotech können wir nicht abbauen, weil wir keine Extraktoren mehr haben. Das wäre aber nice, weil wir kein Xenotech haben. Aber es gibt mal wieder ein Raumschiff, was wir uns anschauen können. Bodenloses Loch. Ist das eventuell der Name des Raumschiffs? Oh, es ist kein Raumschiff. Scheint eine alte, verlassene Forschungsstation zu sein. So, dann plündern wir hier erst einmal die Güter. Auf der anderen Seite müsste doch auch was sein.
Sehr schön. Die haben wir auch. Da liegt noch was rum. Da haben wir sie, die Güter. Sehr schön. A new challenge for me? Halt! I noticed something. So, da haben wir auch was. Sehr schön. Einen neuen Stab. Todesvision. Wäre potenziell was für Idira. I won't tolerate weakness. I've read about this. Ja, erstmal das Loch untersuchen. Ja, also wir haben jetzt hier einen bodenlosen Schlund, der uns anzieht. Wir haben hier sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ich habe aber Angst, ein bisschen zu brachial vorzugehen. Okay, sehr mysteriös das Ganze. Na, und was ist jetzt? Ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen. Does something trouble you, Lord Captain? Ah, so jetzt. None shall stand in my way. So, wir müssen hier nochmal eben schauen. I'll lay claim to the stars. Okay, nee, das Ganze können wir nicht nochmal machen. Victory awaits. Ja, schade. Ich habe irgendwie gehofft, dass durch diese Vision, die er uns da näher gebracht hat, wir kämpfen können. Deswegen habe ich mich auch entsprechend entschieden, hier dreh dich um und kämpf gegen die, die hinter dir stehen und alles. Aber in die Realität oder zur Realität ist das nicht geworden. The Machine God grants me insight. Da hätten wir doch fast noch etwas übersehen.
My house would be proud of me. Was sagt denn überhaupt das Questlog? Haben wir hier... Nee, das haben wir schon hinbekommen. Okay. War das dieser Planet hier? Follow my lead. Dann werden wir das mal versuchen. Ja, wir haben jetzt hier auch einen neuen Hinweis bekommen. Also diese Begegnung auf diesem Planeten hat mich irgendwie ein bisschen rausgebracht. Quest abgeschlossen, okay. Ja, markante Punkte entdeckt. Ja, und jetzt? Ja, vermisst ist... Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob dieses Symbol, was wir jetzt hier haben, einfach nur anzeigt, dass dort irgendetwas ist, irgendeine Besonderheit ist, weil das typische Quest-Icon ist es ja nicht. Adamantium können wir auch nicht abbauen. Das sacken wir einmal schön ein. Und erstmal muss ich speichern, bevor wir jetzt hier den Raumkampf machen. So, gespeichert ist. Falls es gleich richtig in die Hose geht, können wir zumindest von dem Punkt nochmal laden und uns entweder nochmal in den Kampf stürzen oder woanders hindüsen. I'll be your beacon in the darkness. Oha, okay, das Ding sieht groß und mächtig aus, hat mehr HP als wir, ist... Ja, so eine Art Schiff wie wir. Die anderen sind deutlich kleiner. So, da erstmal ein paar Torpedos hinwimsen. So, dann werden wir... Fire the launch batteries. Verfehlt, okay. Wir werden uns hier einmal hindrehen. Macro Cannons Volley. Oh, Schild ist weggeballert. Another Salvo. Lay in the course. Und sollten oder? Doch. Ja, nicht ganz so viel Schaden, weil wir hier natürlich auch noch ein dickes Schild haben. Aber gut. Der Anfang ist gemacht. Gut, die beiden sollten uns erstmal... Genau, nicht wirklich behelligen.
Ja, mittlerweile liebe ich die Torpedos. Vorher kannte ich die überhaupt nicht, aber jetzt, wo wir herausgefunden haben, wie die funktionieren. So, das Ding ist hinüber. Okay, die Seitensalve kriegen wir nicht hin, aber wenn wir uns jetzt hierhin positionieren, so, dann haben wir einmal die Möglichkeit, Strahlen nach vorne. Das Schild gut runtergewämst. Na, der hat aber deutlich heftigere Schilde als wir. Also könnte auch gut sein, dass uns dieser Fight hier um die Ohren fliegt, weil wir eigentlich noch nicht ready dafür sind. Ja, der hat mir jetzt die Schilde fast weggewämst. So, da haben wir eine 2. 2 von 4. Okay, wahrscheinlich haben wir hier auch nur eine bestimmte Anzahl von Zügen. Das Ding wehrt sich auch nicht wirklich. Wir werden jetzt einmal Folgendes machen. Ah, shit, das wird nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Ich wollte mich nämlich seitlich so positionieren, um beide angreifen zu können. Das bekommen wir aber nicht hin. So, dann machen wir... Set the course. Den Ramborg haben wir, glaube ich, noch nie eingesetzt. Aha, können ihn auch nicht mehr einsetzen. Schade. Hätte gern mal ausprobiert, wie der funktioniert. Ja, ich hätte vorher die Schilde hochziehen müssen. Nur noch eine 1. Das Ding haut gleich ab. Die Torpedos kriegen wir nicht mehr entsprechend gedreht. Aber wir können die Selbstzerstörung auslösen. Sehr schön. Onward. Dann, wenn wir hier schon die Interstellar nicht wegbekommen, dann wämsen wir hier zumindest diese kleinen Dinger weg. Eine Runde brauchen wir noch. Oh, das, da hat er sich eigentlich ganz gut positioniert. Denn, ja, ja, du mich auch, Plasma Fire. Denn wir können sowieso nicht so weit fahren. So, da ist das Schild auch schon ziemlich kaputt gewesen.
Nochmal von der Seite. Sehr schön. Das Ding ist hinüber. Oh, jetzt geht das Torpedo-Gedöns hier kaputt und dann ist der Kampf vorbei. Interstellar haben wir leider nicht mehr erledigen können. Sehr schön. Als Nicht-Fachmann für Raumkämpfe kann ich mit dem Kampf sehr gut leben. So, wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, hierhin weiter zu düsen. Aber ich will eigentlich nach Footfall zurück. Okay. Dann lass mal hören, ja? Aha. Sie hat halt sehr hohe Ansprüche, die Dame. Ja, die Mädels haben halt einen kleinen Zickenfight. Passiert. Jo, alles klar, dann werden wir mit Mäuschen mal reden. Sieh mal eine an, jetzt haben wir hier eine 3 kassiert. Aber wenn wir den Kurs festlegen, wird es tödlich sein. Das war der Savannenplanet, der ist uns gerade egal. Ich will nämlich zurück nach Footfall, um dem Dude, der gesagt hat, wir sollen 10 Planeten erkunden, diese Quest abzuschließen, in der Hoffnung, dass wir etwas Nices bekommen. Oh,
Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Ich glaube, wir müssen irgendeine Aktion ausführen, damit das dann wieder resettet wird. So, da Cassia aber die stärkste bei uns in der Truppe ist, werden wir sie hier natürlich nicht erzürnen dürfen. Und wir müssen sie natürlich auch behalten. Außerdem haben wir ein Techtelmechtel versucht, mit ihr anzufangen. Words cannot describe how boring the bridge is without our stimulating conversations. Ah, okay. Ja, also gleich mit der Tür ins Haus fallen. Not here. I'm begging you. Aren't noblemen supposed to discuss such things away from the servants? Then lead the way, and I will answer all of your questions. Okay. Okay, sie hat keine Erinnerung. Aha, okay. Gut, dann hat er sie wahrscheinlich nur falsch verstanden. Ne, Gerücht Nummer 2. Macht natürlich auch Sinn. So, und was mit den Vögeln? Okay, also sie ist ein bisschen sonderbar, aber nicht böswillig. Okay, ihr Quartier nicht mehr verlassen zu dürfen, wäre ein bisschen hart.
Ja, Nummer 2 ist gut. 3 nicht. Ja, wir nehmen 2. Okay. Dann quid pro quo. Wir haben ihr Fragen gestellt. Jetzt ist es genau andersrum. Oha, 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 oha. Ja, das hier ist, glaube ich, alles nicht ganz so gut. Das erste klingt gut und imperiales Wissen erforderlich. Nummer 2 ist auch gut. Nehmen wir aber 1. Okay, Frage Nummer 2. Ja, Angst oder Großmütigkeit? Gute Frage. Was machen wir? Na, nehmen wir mal Gefolgschaft. Ups. Nummer 1, ja.
Alles klar, dann haben wir das Ding doch erledigt. Ja, eine Antwort hat ihr nicht so ganz gefallen, das mit dem Nahen. Ja, kann ich auch verstehen, war die falsche Antwort gewesen. Aber sonst passt das ganz gut. Oh, wir haben einen Stufenaufstieg, sehr schön. Den gönnen wir uns natürlich auch nochmal. Und laut meinem Bild gehen wir jetzt hier auf den ausdauernden Schild. Nochmal ein bisschen mehr parieren, ein bisschen mehr Rüstung. Wir fressen sowieso aktuell ja, so gut wie gar keinen Schaden. Aber sicher ist sicher. Das heißt, wir machen bei Abela genau dasselbe. Da haben wir ihn. Wunderschön. Bei ihr haben wir jetzt zwei Fähigkeitspunkte, die noch fehlen. Und als erstes erstmal eine Fähigkeit aussuchen. Okay. Dann nehmen wir Eifer. Und hier haben wir nochmal ein schickes Talent in den Fußstapfen des Heldes. Genau. Das nutzen wir auch. Dann haben wir sie auf jeden Fall schon mal durch. Können weitermachen mit Idira. Eieieiei, wieder ein Talent. Okay. Das Erlegen genießen müssen wir auswählen. Aber wo befindet sich das? Da haben wir es. Wunderbar. Das Erlegen genießen haben wir gefunden. Wird geskillt. Dann können wir weitermachen mit Henrix. Der hat 2. Okay. Ah, flüchtiger Schatten ist hier auch schon markiert. Genau. Deswegen wählen wir das aus. Und hier machen wir als nächstes ein Auge für die Unversehrten. Ah, das haben wir hier oben auch schon markiert. Wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir unseren Assassinen hier auch durch. Und die beiden Mädels sind die Verbliebenen. Erst einmal unsere schöne Agatha. Da suchen wir erhöhte Konzentration. Hier oben ist es. Sehr schön. Ja, jedes Mal, wenn wir einen Crit machen, erhält sie Rüstungsdurchdringung. Das ist natürlich wunderbar. Dann müssen wir jetzt mal auf ein bisschen mehr Crit achten, also immer schön in einer Gruppe stehen. Und Cassia bekommt seltsame Vitalität, um nochmal ein bisschen tankiger zu sein. Das müsste hier unten, da haben wir es, seltsame Vitalität. Ja, heilt 6 Wunden zu Beginn des Zugs. Sehr schön. Okay, damit haben wir den Stufenaufstieg auch erfolgreich abschließen können. Müssen wir sonst noch mit irgendjemandem hier quatschen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Dann versuchen wir mal zurück nach Footfall zu gelangen. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ja, das ist eine sichere Reise. Dann machen wir das so. Das hier ist auch eine sichere Reise. Dann machen wir das so. Ja, hierhin ist unsicher. Ja, hier ist auch unsicher. Gut.
zerstört, nichts passiert, die Welt ist nicht untergegangen. Sehr schön. Dann können wir hier bei dem Händler auf jeden Fall... Ah, sieh mal einer an. Wir haben hier noch zwei Fragezeichen. Gut. Das ist für unser Raumschiff, ne? So, kaufen wir und ja, Profitfaktor ist nicht verschwunden. Das ist gut. Also der Dude hier verkauft nur Sachen für unser Raumschiff. Wir brauchen echt viel Profitfaktoren. So, hier können wir 800 Ruf bekommen. Ja, das ist nix. Dann lassen wir den Blödsinn mal. So, was ist hier? Gut, Dialog beenden. Dann düsen wir einmal nach Footfall. Da wollte ich ja ursprünglich hin. Ich habe mich schon wieder von meiner Reise abbringen lassen. Ja, düsen wir einfach mal dahin. Er muss dabei sein. Das Team gefällt mir. Oh! Sieh mal einer an. Pascal. Den haben wir ja ganz vergessen. Der hat noch einen Levelaufstieg. So, dann machen wir hier erst einmal den Fähigkeitspunkt. Ablenkungszone. Genau. Das ist für den Großstrategen ganz nice. So, dann schauen wir mal. Zu ihm müssen wir. Und wir zeigen ihm natürlich die Datenbank. Profitfaktor um 1 erhöht. Sehr schön. Das ist das hier. Okay. Also die Sachen kann ich mir jetzt hier einfach so nehmen, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen, oder wie? Anscheinend ja. Das sieht auch sehr nice aus. Zähigkeitsbonus. Brauchen wir aber 23, okay. Das ist ein bisschen zu viel. Also, wir werden jetzt auf 7000 haben wir es erhöht. Ne? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ah, 25 fehlen, shit. So, das sind 200, das sind 500. Auch wieder 200, da haben wir 50. Oh, sehr schön. Genau, das passt perfekt. Wir haben entsprechend die Stufe 6. Also hier in dem Bereich befinden wir uns so langsam. Aber uns fehlt natürlich der entsprechende Profitfaktor. Das machen wir auch, denn ich will die Stufe 6 komplett machen, damit wir uns hier die Plasmakanone im Zweifel holen können. Aber gut, das Wichtigste war, den Planeten für ihn zu identifizieren. None shall stand in my way.
Oh, hier oben haben wir noch gar nicht erforscht, oder wie? Schande. Ja, da gibt es auf jeden Fall schon mal keine Kisten. Ja, doch. Also das Ding hier kommt mir sehr bekannt vor, aber wieso war das in der Karte verdeckt? So, egal. Hier haben wir auf jeden Fall noch die Quarantänezone. Wir waren ja jetzt ein bisschen unterwegs. Vielleicht lassen die uns ja jetzt hier hinein. Das wäre nicht verkehrt. Na, komm schon. So, da sind wir, genau. Und wenn wir uns hier hinbewegen, sollten wir die Quarantänezone hoffentlich betreten können. Wenn genügend Zeit. Ja, das Tor ist offen. Na, vielen Dank, Freunde. Nee, durchbrechen ist nicht. Submit and you'll die quickly. Okay. Du willst unbedingt sterben, dann stirb. Aber das ist Pascal. Nee, als erstes holen wir uns hier mal unseren Tank. Das passt. Dann Pascal, der kommt hier an die Ecke. Madame kommt dahin. Die Dira hier hin. Ne, das war Cassia. Die Dira dahin und Ebola. Hier ein bisschen abdecken. Wird dann direkt hier an die Ecke kommen. So, sie kann hier erstmal nichts machen, aber auch kein Problem. Pascal darf loslegen. Okay, einer könnte eventuell überleben. Deswegen packen wir dort mal das Ding drauf. Dann werden wir uns selber noch mal ein bisschen boosten, oder? Ja, das war's hier. Running by Neric Override. Und dann werden wir hier die Infizierten wegwämsen. Wunderschön. Zersplasht. Und was können wir jetzt noch machen? So, eine Schwächung. Aber was ist denn hier der härteste Gegner? Die sind alle nicht wirklich hart. Ich vergreife mich hier an Weicheiern. Okay, gut. So, da kann ich nicht wegwämsen. I have read tomes of military tactics. Ja, das passt. Gut, aber vorher hauen wir noch mal die... Was ist das hier? Zone der Neugierde, okay. If I may. Alle werden befallen, sehr geil. Alle laufen zusammen, sehr geil, das heißt... Emperor, give me strength. Me. Boom. Alle weggesplasht.
Ja, das ging fix. Wow. Also das lief ja mal perfekt. Also die Zone hat sich schön zusammengezogen. Also alle sind ja zusammengelaufen. Und dann den fetten Strahl rein und weg sind sie. Ich bin ein bisschen begeistert. Also nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Die hat ja schon hin und wieder sehr gut performt. Aber das Ding eben war... Ja, war schon beeindruckend. Vielleicht hat sie ja auch besonders gut performt, weil sie so ein schönes Gespräch mit mir hatte. Na, ja, das klingt sehr glaubhaft, ja. Wir glauben zumindest dran. So, das... Sammeln wir uns auch noch ein. Da haben wir natürlich auch noch so ein paar Plündergüter. Ach, das ist da unten. Okay. I'll lay claim to the stars. Da haben wir sie. Na? Ist doch egal, wer da rangeht. Hauptsache plündert das Teil. I won't tolerate weakness. Was haben wir hier? Nichts Wichtiges. Da haben wir noch Güter. Nehmen wir mit. Auch neue Schuhe. Sehr schön. Ah, hier, ich stehe direkt da drauf. Gut. Dann werden wir hier nochmal ein bisschen aufdecken. It's about time. So, müssen wir hier in der Quarantänezone nicht auch noch irgendetwas erledigen? So, da sind doch... Hier sind Güter. Okay. This explorator is blessed with multifunctionality. Okay, genau. Versteck der Mutanten. Da müssen wir hin, um diese Quarantäne-Zonen-Gedöns-Mission abzuschließen. Wir gönnen uns aber hier nochmal eben das. Sehr schön. Und... Versteck der Mutanten machen wir dann beim nächsten Mal. Alle Güter geplündert. Sehr schön.